Heute in diesem Video. Ich kann es euch so sagen, wie es ist. Meine Leute, herzlich willkommen im Video. Also, wie ich ja schon mal im Video berichtet habe, gibt es ja zwei Antenne 1 in Baden-Württemberg. Tatsächlich das normale Antenne 1. Das kennen wir ja. Ne? Ja, hier Umgebung, Stuttgart, Reutlingen, Barling, Leonberg, Pforzheim, mein Urach, Heilbronn, bla bla bla. Kennt man ja, ne? Da ist RDS, also Sendename, Standard. Also da ändert sich nichts. Dann gibt es tatsächlich, was wenige wissen, nochmal in Antenne 1. Und mein Neckarburg Rock und Pop, das ist der Vorgänger von dem Sender, war das neue Radio Neckarburg. Oder irgendwie so, genau. Auf jeden Fall ist jetzt Antenne 1 Neckarburg. Und da steht auch RDS Antenne 1. Aber da ist es allerdings der Unterschied, es wechselt. Da heißt zum Beispiel Antenne 1 und dann wechselt Neckarburg. Habe ich ja schon mal für ein Video. Da wollte ich nämlich testen, was ist, wenn man den Sender, den hier, Antenne 1 Neckarburg, dann einspeichert bei Antenne 1. Das wechselt er immer, ne? Antenne 1 Neckarburg. Und was ist, wenn man es bei Antenne 1 einspeichert, den Sendernamen, und dann fährt man ins ja, oben Sendegebiet, wo Antenne 1 Neckarburg, ja, sag mal jetzt mal, ja, Stuttgart oder Schwäbische Alb, wo der Neckarburg, Antenne 1 Neckarburg nicht mehr tut. Was macht das Radio dann? Das wollte ich nämlich wissen, ob er dann so nach dem Motto, okay, weil er, ich habe ja den Sendernamen Antenne 1 eingespeichert vom Neckarburg. Dann schalte ich halt auf hier irgendeine Antenne 1 um, weil das Radio denkt, Antenne 1 ist Antenne 1. Versteht ihr, wie ich meine? Oder das Radio weg, ob sie das so gemacht haben, dass es weg nur von Antenne 1 Neckarburg zu Antenne 1 Neckarburg wechselt. Und wenn der Empfang nicht mehr da ist, dann empfängt er halt nicht mehr, dann sucht er weiter. Und dann schaltet er aber auch nicht um auf das Radio Antenne 1. Versteht ihr, wie ich meine? Das wollte ich ja wissen. Und ich hab's getestet. Ich kann es euch so sagen, wie es ist. Nein, er wechselt nicht auf Radio Antenne 1. Das, die haben es wirklich so programmiert, dass Antenne 1 Neckarburg wirklich nur auf Neckarburg Antenne 1 hier rumzappt. Ja, wenn man von Rottweil nach Oberndorf fährt, dann wechselt er hier rum, aber er wird niemals zu Hitradantenne, also zu hier Antenne 1 wechseln. Dann haben sie wirklich so gemacht, habe ich überlegt, okay, aber liegt es. Jetzt habe ich mal geguckt hier. Er hat vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber hat vielleicht mit dem RDSPI was zu tun. Weil wenn wir hier gucken, Antenne 1, also Hitradantenne 1, D30A. Die sind alle gleich, die Kennungen. Von daher weiß das Radio dann auch, das ist alles der gleiche Antenne 1. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Antenne 1 Neckarburg guckt, dann ist es nicht 130, was war das nochmal? D30A. Dann ist es nämlich 170B. Ich glaube, es liegt nicht am Sendernamen, dass er umschaltet, und würde auf normale Antenne 1 umschalten, sondern der hat was mit der RDSPI-Kennung zu tun. Weil das Radio merkt, okay, wenn man jetzt Oberndorf, also hier zum Beispiel, Antenne 1 Neckarburg dran hat, dann merkt das Radio, okay, das Antenne 1 mit 170B gibt es in Stuttgart nicht mehr, also schalte ich auch nicht rüber. Ich glaube, die haben schon sehr sinnvoll so gemacht, dass die alle gleiche Kennung haben, wo auch umschalten sollten aufs richtige Antenne 1. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt so mitkommt, aber macht schon ein bisschen Sinn, oder? Weil sonst würde ja angenommen, Antenne 1 Neckarburg hätte auch die gleiche Kennung, D30A. Dann würde es ja logischerweise, denke ich mal, auch auf eine normale Antenne 1 umschalten, was man ja nicht will. Oder was ja nicht Sinn der Sache ist. Haben sie schon richtig programmiert. Dass alle Neckarburg Antenne 1 auf Neckarburg umschalten. Und wenn der Sender dann empfangbar ist, dann. Ja, dann ist halt so. Das kann man ja mal überprüfen mit BGFM.
Theoretisch müssten die alle die gleiche PI-Kennung haben. D3A9. Ich meine, wenn wir da so rumzappen, dann sehen wir alles. Ist alles gleiche. Die haben tatsächlich zum Beispiel. Genau, da sehen wir zum Beispiel. So ein Beispiel. Ahrweiler. Ja, Rheinland-Pfalz, aber Flugkatastrophe war. Da haben zum Beispiel Kennung D3A9. Ist in Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg hat zum Beispiel auch D3A9. Heißt, die haben so gemacht, dass wenn man nach von Rheinland-Pfalz nach Baden-Württemberg fährt oder andersrum, dass der Sender automatisch auf die bessere Frequenz umschaltet, weil es die gleiche PI-Kennung ist. Macht ja Sinn. Hätte man es so nicht gewollt, dann hätte man Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg eine andere PI-Kennung gegeben. Dann hätte quasi Rheinland-Pfalz alle Frequenzen in Rheinland-Pfalz sich quasi untereinander ausgetauscht, wo besser empfangbar ist, und bei Baden-Württemberg. Weil man ja aber beides haben wollt, dass man wirklich von Rheinland-Pfalz nach Baden-Württemberg fahren kann und den Sender nicht umschalten musste, von Rheinland-Pfalz auf Baden-Württemberg, haben sie gleiche PI-Kennung gemacht. Jetzt können wir mal gucken, SWR1, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Da ist es tatsächlich so auf UKW, auch auf DRW, auf UKW ist es auch so, die schalten nicht um. Wenn man so voran Rheinland-Pfalz, man hat SW1 RP drin, wofür nach BW, SW1 BW, schaltet gerade nicht automatisch um. Muss wirklich RP und BW extra suchen. Das können wir mal überprüfen, ob sie die gleiche PI-Kennung haben. Rein theoretisch müssten sie jetzt Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg eine andere PI-Kennung haben. Wir gucken mal. Baden-Württemberg hat die PI-Kennung D301. Ne? Das ist Baden-Württemberg. D301. Und Rheinland-Pfalz hat D3A1. Macht natürlich auch dann auch Sinn, dass der Sender nicht automatisch von BW auf RP umschaltet. Logisch, oder? Weil es eine andere PI-Kennung ist. Also es liegt nicht am Sendernamen, sondern an der PI-Kennung. Interessant, oder? Wie sieht's mit freies Radio aus? In Freudenstadt. Wir können nämlich für zwei Frequenzen mal gucken, ob die untereinander umschalten. Theoretisch müssen sie es. Weil ich glaube nicht, dass sie sich getrennt machen. Aber wir gucken mal. Gleiche Kennung 150E. Also schalten die auch hin und her, falls nötig. Gibt's noch ein Beispiel? Nee. Das Ding. Warte mal, das Ding sendet zum Beispiel auch in Rheinland-Pfalz. Aber theoretisch müssten die auch die gleiche Kennung haben. Weil die nämlich auch untereinander herschalten. Also hier ist Rheinland-Pfalz. Er hat eben auch die gleiche Kennung. D3A5. Dann schalten die auch untereinander Rheinland-Pfalz, ob man egal, ob man Rheinland-Pfalz oder sonst wohin eiert. Jetzt mal interessant, der DLF, der müsste eigentlich deutschlandweit die gleiche Kennung haben. Ob man jetzt da irgendwie nach von Hamburg nach Berlin fährt oder von München nach Köln, müsste es eigentlich automatisch umschalten. Theoretisch müssten die alle die gleiche PI-Kennung haben. Wir überprüfen mal. D210, wir scrollen mal runter und wir sehen D210. Sollte ja so sein, die Mobile nicht nach Deutschland funkt, jede Stadt extra funkt und dann ständig suchen müsste. Also, ihr wisst ein bisschen mehr Bescheid. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, ciao.